Der Goldpreis erlebt in diesen Tagen eine kleine Renaissance. Auf Monatssicht konnte der Preis für das Edelmetall um knapp 8% zulegen. Nun fragen sich viele Anleger, ob das auch tatsächlich mehr als ein Strohfeuer ist. Und genau diese Frage wollen wir heute klären mit Stefan Pilz von der Vermögensverwaltung Sand und Schott hier aus Stuttgart. Herr Pilz, schauen wir überhaupt erstmal auf den Status quo. Weshalb konnte denn der Goldpreis in den vergangenen Tagen so massiv zulegen? Ja, der Goldpreis ist, gilt bei den Anlegern als sicherer Hafen. Also die Goldpreisentwicklung, kann man auch sehen, ist immer dann sehr stark, wenn eben die Zinsen niedrig sind und gleichzeitig aber auch Unsicherheit an den Märkten da ist. Und mit der heutigen EZB-Entscheidung plus eben den anstehenden Wahlen in Griechenland ist aus meiner Sicht klar, der treibende Faktor momentan eben die Unsicherheit, die Sorge um den Euro. Und zusätzlich ist natürlich auch immer so, wenn dann solche Sorgen eintreten, der Goldpreis anzieht, dann kommen auch die Charttechniker, dann werden auch Barrieren überschritten, die dann wiederum andere Marktteilnehmer wieder auf den Plan rufen. Und so sehe ich momentan einen gewissen positiven Trend beim Goldpreis. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang der wieder erstarkte US-Dollar, zumindest gegenüber dem Euro? Man darf ja nicht vergessen, der Goldpreis wird selbstverständlich nach wie vor in US-Dollar gehandelt. Naja, ich würde weniger sagen, dass der Dollar sehr stark ist, eher der Euro ziemlich schwach ist, was natürlich für einen Investor, der jetzt in Gold investieren will, erstmal das Gold teurer macht. Andererseits ist eben die Tendenz da, wenn jetzt die Krisen so eintreten und die Unsicherheit weiter zunimmt, ist es tendenziell auch schlecht für den Euro, was eben eine weitere Abwertung des Euro gegen den Dollar bedeuten würde. Und das wiederum würde für einen Investor, der heute investiert, dann in Zukunft auch zusätzliche Währungserträge bringen. Zumindest kann man da eben, wenn man eben nicht Währung gesichert investiert, dann auch profitieren. Wie würden Sie derzeit die weiteren Aussichten für den Goldpreis beurteilen? Also ich würde sagen, abhängig von der Entscheidung der EZB heute, wie groß bleibt da die Unsicherheit oder wie groß sind die Sorgen um weitere Probleme, ein Wiederaufflammen der Eurokrise auf der einen Seite, was eben für einen höheren Goldpreis sprechen würde. Auf der anderen Seite stehen Zinserhöhungen an in den USA und auch in Großbritannien. Hier werden natürlich alternative sichere Anlagen wieder attraktiver, was dem Goldpreis tendenziell nicht gut tut, sodass man hier abwägen muss, welchen Weg die Anleger dann wählen und ob sie Gold weiterhin als sicheren Hafen sehen. Das Thema auf dem Rohstoffsektor war in den vergangenen Wochen ganz sicher der Ölpreis, der schwächelnde Ölpreis. Einige Beobachter meinen nun, erste Anzeichen für eine Bodenbildung erkannt zu haben. Ja, der Ölpreis ist ja jetzt um über die Hälfte gefallen seit einigen Monaten und hat sich jetzt so eingependelt bei $50 das Barrel. Ich denke, da kann man schon davon sprechen, dass zunächst mal die erste Panik, der erste große Preisverfall vorüber ist. Und jetzt gilt es abzuwarten, wie sehen die Unternehmenszahlen der großen Ölkonzerne, die ja jetzt bald ihre Zahlen für das vierte Quartal veröffentlichen, aus. Wie stark war der Effekt auf den Gewinn? Wie stark werden Investitionsprogramme und die Produktion gekürzt? Und dann denke ich, lässt sich besser abschätzen, ob das Thema Angebotsüberschussabbau eher schnell vonstatten geht oder ob es ein langwieriger Prozess ist. Wie würden Sie die weiteren Aussichten für den Ölpreis bewerten? Na, ich denke, dass eine Chance, eine schnelle Normalisierung zu sehen, die OPEC gehabt hätte, wenn sie gesagt hätte, wir kürzen die Förderung. Da waren aber andere Interessen im Spiel, sodass wir hier weiterhin keine Änderungen zu erwarten haben, sodass sich der Anpassungsprozess auf der Angebotsseite eben über Ausscheiden von Unternehmen aus dieser Branche regeln wird. Und das ist eher ein langfristiger Prozess. Und ich denke, was die Nachfrageseite angeht, China, ich glaube nicht, dass wir hier erwarten können, dass hier große Wachstumssprünge und Überraschungen auftreten. Und von dieser Sicht würde ich sagen, Angebotsüberschussabbau ist der Weg und mittel- und langfristig wird sich der Ölpreis auch wieder nach oben bewegen, aber er kann schon einige Zeit auch auf diesem Niveau bleiben. Eine aktuelle Einschätzung von Stefan Pilz von der Vermögensverwaltung Sand und Schott hier aus Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.